Guten Morgen, Internet. Yeah, ich spring gleich rein. Okay. Kleine Maus. Nett, ne? Habt ihr noch Kaffee? Ist noch drin. Oh, lass, ich geh erst in den Pool, wenn ich pullt mir auf. Geil, wenn man so morgens im Pool springen kann. Könnte ich mich dran gewöhnen, jeden Tag zu haben, aber meine Eltern lassen mich hier nicht wieder einziehen. Ich würde es nicht ohne triftigen Grund nur mit der Aussage, ich will jeden Morgen im Pool springen. So, ich muss erstmal meine Brille so, dann erkläre ich euch was hier zum Video aufnehmen und bearbeiten auf dem iPhone. Kann ich schon ein kurzes Fazit ziehen. Ist mit Kaffee. Du siehst gut aus. Jo, dann passt was rein. Kaffee. Ja. Oh Gott. Mit einer Hand ist das nicht so einfach. Ach, kann ruhig ein bisschen stärker sein. Oh. Ich kann euch sagen, ich habe mir leichter vorgestellt, mit dem Video schnell bearbeiten. Ich habe gedacht, ich habe so viele coole Apps wirklich schon auf dem Telefon, um Videos zu bearbeiten, um Schneiden, Zeitraffer anzulegen, zur Motion anzulegen, keine Ahnung, alles Mögliche halt. Und ich habe gedacht, das ist wirklich einfache Arbeit, ist eine Qual. iMovie ist schon mal ganz gut von Apple. Der Doofe ist nur, du kannst nicht wirklich schneiden. Du kannst vorne was abschneiden und hinten was abschneiden. Also ein bisschen trimmen, aber das ist halt alles, mehr oder weniger. Das heißt, du müsstest die Videos irgendwie duplizieren und dann immer die einzelnen Szenen raustrimmen, die du möchtest. Dass du mehrere Videos hast und dann geht. Dann gibt es ziemlich coole Apps, so ein Fly Labs. Eine heißt Fly, eine heißt, ich weiß jetzt nicht, habe ich erst seit gestern, aber die Fly-App habe ich schon länger und die ist schon ganz cool. Dann gibt es noch die ein oder andere App, die ziemlich cool ist im Video bearbeiten, kann ich ja nach und nach mal vorstellen hier vielleicht irgendwann. Das Problem bei denen ist aber oft, dass die aus so einem 1920p Video, also 1920x1080, so ein 1080x720 Video machen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte 1920x1080 bei YouTube reinstellen. Und nicht, also Full HD und nicht einfach nur so ein HD-Video. Ja, aber es geht irgendwie nicht anders. Die schmeißen dann nicht mehr raus. Mal abgesehen davon, dass du einige Apps wirklich sehr teuer bezahlen musst. Nur damit sie ihr Wasserzeichen nicht irgendwie in das Video reinpacken. Bei den Sachen von FlyLab zum Beispiel. Die Apps sind wirklich cool, die machen geile Geschichten, aber 4,99 dafür, dass sie ihr Wasserzeichen da nicht reinpacken. Dann hätten sie so gleich zum Kauf anbieten sollen. Und ein bisschen weniger nehmen sollen. Finde ich. So. Ja, aber wie gesagt, das ist irgendwie alles eine Qual. Ich habe mir das echt ein bisschen leichter vorgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich durchhalte, das wirklich immer nur auf dem iPhone zu bearbeiten. Ich denke, ich werde doch irgendwie alles dann in Final Cut ziehen und da machen. Und nur zwischendurch ab und zu mal nur mit dem Telefon. Naja, mal sehen. Ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. So, was ist das? Buffer for Pinterest ist hier. Okay. War das schon?
hat noch nicht funktioniert. Um jetzt aber nicht mal mit dem Meckern hier aufzuhören, was sich schon wirklich bewährt hat, ist mein S1 Shoulderpod. Habe ich ja schon in einem Video vorgestellt und auf meiner Seite teamup.com. Und womit ich auch sehr zufrieden bin, ist mein Gorillapod. Und zwar habe ich hier das Gorillapod SLR, glaube ich. Ich werde mir demnächst aber auf alle Fälle noch den SLR Zoom holen. Oder SLR Zoom habe ich. Und dann gibt es noch, weiß ich nicht, gibt ja jedenfalls jetzt mit den Metallkugeln. Ihr kennt alle den Gorillapod, den gibt es schon jahrelang. Und da drauf ist ein kleiner Mann-Foto Kugelkopf. Und das ist schon wirklich cool. Das hat sich schon wirklich bewährt. Und was sich auch bewährt hat, ist das Telefon einfach zum Filmen zu benutzen. Mit diesem Gorillapod und dem S1 Shoulderpod ist es einfach, geht gut von der Hand hier. Man ist auf jeden Fall im Bild. Sieht nicht ganz so bescheuert aus wie mit so einem Selfie-Stick. Doch, sieht man. Egal. Aber was auch ganz cool ist, ist das iPhone 6 Plus. Und zwar, dass man da jetzt Slow-Motion-Zeitrafferaufnahmen alles machen kann. Ist schon verdammt cool. Und ich freue mich auf das, was dann noch kommen wird in den nächsten Jahren.